Poteas wird keinen Toti bekommen wegen ihren Kreuzer, oder? Ja, man darf halt nicht vergessen, es wird ja sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, denke ich mal, ein Voting geben für den 12. Mann bzw. für die 12. Frau. Wir alle wissen, dass die Scheiße nicht nach Leistung gewotet wird, sondern nach Sympathie und wie gut der Spieler sich in FIFA spielen würde. Also einer von beiden, wenn nicht sogar beide, Messi oder Ronaldo, wird auch im Team of the Year dieses Jahr drin sein, obwohl die da absolut nichts drin verloren haben. Einfach nur, weil sie Fans Favorite sind. Digga, also wenn. Ohne Scheiß, ne? Also wenn Messi und Cristiano Ronaldo ins Team of the Year gewotet werden, ne, ich schwör, dann bin ich. Also, ich schwör, dann bin ich einfach fertig mit der Fußballbubble. Ich bin dann einfach fertig mit denen. Junge, irgendwelche Clownsnasen wollen mir erzählen, dass CR7 ins Toti gehört. Weil er irgendwie 50 Tore gemacht hat und davon 30 Stück in der Burger-Brater-Liga. Digga, wen willst du denn? Und genau die gleichen, also die anderen Leute wollen mir erzählen, dass Messi ins Team of the Year gehört, weil er 15 Scorer in der Ligue 1 gemacht hat und dann nochmal 15 Scorer in der MLS. Digga, wen willst du denn? Das ist ja geisteskrank. Junge, also ja, bei allem Respekt, aber das ist ja geisteskrank. Ich schwöre, ich kann dir 15 Offensivspieler aus dem Stegreif aufzählen, die anstelle von Messi oder Ronaldo reinkommen müssen. Junge, ich schwöre dir, die Hinrunde von Leroy Sané bei Bayern München hat mehr Toti-Niveau als die beiden dieses Jahr. Ich meine das komplett ernst. Junge, das kann. Also, Bruder, bei allem Respekt, ne? Ich finde die beiden übertrieben geil. Das sind meine Lieblingsspieler aus den letzten Jahren. Aber, Junge, Lionel Messi hat ein halbes Jahr in der Ligue 1 gespielt, war in der Champions League nicht existent und war danach in der MLS. Okay, mach mal. Okay, ich mach das ligenweise, okay? Ich mach das ligenweise. Ich fange mal in der Bundesliga an. Harry Kane zu 1 Million %, da könnt ihr mir gar nicht widersprechen. So, dann machen wir weiter in der Premier League. Erling Braut Haaland, da könnt ihr mir auch nicht widersprechen. 100%. Mohamed Salah, 100%. Dann kannst du sogar meiner Meinung nach einen Bukayo Saka nehmen vor den beiden. So, dann gehen wir in die Serie A. Osimhen, check. Kvaratskhelia, check. Rafael Leao, meiner Meinung nach, check. Dann gehen wir in die La Liga. Lewandowski struggelt jetzt ein bisschen, aber ich würde sogar sagen Lewandowski, ich meine es komplett ernst. Dann Vinicius Junior, check. Ein fucking Rodrigo, check. Griezmann, check. Ich bin jetzt schon bei 11 und ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht. Ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht, Alter. Stimmt, Heung-min Son kannst du sogar eigentlich auch nehmen. Nee, Lever und Quara aber nicht. 100%, 100%. Digga, es ist kein Disrespect, aber wo sind wir denn angelangt? Dass wir Leute ins Team of the Year wählen wollen, die 35 Tore in einem Jahr in der Saudi League machen. Wen willst du? Wenn ein Spieler in der Premier League 10 Tore macht, hat er es mehr verdient, im Toti zu sein als Cristiano Ronaldo. Ich meine das komplett ernst. Ich meine das wirklich komplett ernst. Guirassy hat einen besseren Case für ein Team of the Year als Messi und Ronaldo. Ich meine das komplett ernst. Real fucking talk. Also, und ihr wisst, dass ich Messi und Ronaldo liebe, aber wie tief sind wir gefallen? Ich meine das komplett ernst. Nein, ich übertreibe nicht. Ich übertreibe nicht, aber wir können doch nicht. Wir können doch nicht jahrelang sagen, das ist eine Farmers League, das ist eine Farmers League, das ist eine Farmers League. Und wenn unsere Goats auf einmal in der MLS oder in Saudi-Arabien spielen, ist das alles scheißegal. Digga, Mohamed Salah hat doppelt so viel Recht wie Messi und Ronaldo zusammen in dem Tote zu stehen. Ein fucking Salah. Und der hat keinen Titel dieses Jahr gewonnen. Aber der hat konstant 12 Monate in der Premier League rasiert. Das hat nichts mit Übertreiben zu tun. Aber wir reden hier von den besten und kompetitivsten Wettbewerben der Welt gegen die MLS und gegen die Saudi League. Es ist ja nichts mal gegen. Es ist nichts gegen Messi. Es ist nichts gegen Ronaldo. Das sind meine Kindheitshelden. Ich liebe die beiden. Ich liebe die beiden über alles. Das sind die krassesten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Und ich tue mich sehr schwer damit, irgendwann mal zu akzeptieren, dass vielleicht mal jemand Besseres kommen wird. Ich glaube, stand jetzt nicht daran, dass jemand Besseres kommen wird. Haaland und Mbappé stand jetzt, können die sich beide gegen die mal gucken, was die Jahre noch zeigen werden. Aber Messi und Ronaldo sind die krassesten. Keiner kommt an deren Schwanz ran. Das sind die krassesten. Aber nicht dieses Jahr. Digga, Ronaldo ist 38 und spielt in der Saudi League. Und ja, er spielt noch krass für sein Alter. Ist auch voll geil, dass der noch Nationalmannschaft spielt. Und das ist auch krass, dass der 50 Tore gemacht hat dieses Jahr. Aber es gibt einen Grund dafür. Und ich weiß nicht, bei welcher Statistik das ist. Ich meine, das war auch früher mal beim Golden Boot so. Anscheinend haben sie es mittlerweile abgeändert. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Normalerweise gab es beim Golden Boot mal einen Multiplikator. Wenn du in der Top-Liga ein Tor gemacht hast, hat es mal 2 gezählt. Wenn du dann zum Beispiel in einer Liga wie Eredivisie oder so ein Tor gemacht hast, hat es mal 1,5 gezählt. Und wenn du in irgendeiner Gammel-Profiliga gespielt hast, dann hat es nur mal 1 gezählt.
So, das heißt, ein Tor in der Premier League war doppelt so viel wert wie ein Tor zum Beispiel in der russischen Liga. Das hat schon seine Gründe, weil das viel kompetitiver ist. Oder wollt ihr mir erzählen, 30 Tore in der Premier League sind genauso viel wert wie 30 Tore in der Saudi League? Bro, jetzt mal ganz im Ernst. Also, I'm sorry, aber es tut mir wirklich leid. Ich liebe den Mann ja auch über alles. Ich finde das unfassbar geil, dass der einfach dieses Jahr wieder am Rasieren ist. Der ist nicht mehr der Beste der Welt, aber er ist halt für sein Alter wieder am Rasieren. Ich finde das brutal geil. Ohne Spaß. Jetzt mal ganz im Ernst. Ronaldo in dem Alter noch in der Nationalmannschaft zu sehen, zu wissen, dass der in 5 Monaten nochmal seine Zelte in Deutschland aufschlagt und eine Europameisterschaft spielen wird, das ist geil. Dann werden wir sehen, wie der auf dem Level nochmal performt. Es ist ultra geil. Aber doch nicht ins Toti, Mann. Doch nicht ins Toti. Nee, aber werte mal Tore 1,5 so ein Blödsinn. Na, du hast es nicht verstanden, Bro. Es geht nicht darum, dass jetzt jedes Mal in der Premier League, wenn Salah ein Tor schießt, dass es dann auf einmal 2-0 steht, sondern du hast halt eine Tabelle und da wird der Golden Boot berechnet. Und dann hast du einfach einen Multiplikator, wie viel quasi das Tor in dem Ranking wert ist. So, wenn Salah in der Premier League 20 Tore macht, dann hat er da einen Score von 40. Und wenn Ronaldo 20 Tore in der Saudi League macht, hat er da einen Score von 20. Das ist ja eigentlich ein faires System auch. Lass uns jetzt nicht darüber diskutieren, ob Saudi League mal 1 oder mal 1,5 oder so zählen sollte, whatever. Aber, Junge, mein Call. Messi und Ronaldo, beides dieses Jahr in FIFA-Terms. Toti, ehrenvolle Erwähnung. Der eine hat immer noch ein sehr, sehr stabiles Jahr bzw. eine sehr stabile Rückrunde in der Ligue 1 gespielt. Und dann auch in der MLS noch geile Leistungen gebracht. Der andere ist der Topscorer des Jahres geworden. In einer Liga, die nicht mehr so krass kompetitiv ist. Aber er ist Topscorer in diesem Jahr geworden. Und das sollte man honorieren. Aber nicht Team of the Year. Beide gehören dieses Jahr nicht zu den drei besten Angreifern in diesem Jahr. Auf gar keinen Fall. Beide sind da weit von entfernt. Weit. Ey, I'm sorry. Ich fasse mir wirklich an den Kopf, wie viele Leute da das nicht checken. Ich fasse mir wirklich an den Kopf. Robert Lewandowski hat über Jahre die Bundesliga auseinandergeknüppelt, hat da jedes Jahr 40 Dinger reingelegt und dann wurde gesagt, ja, ist aber nur die Bundesliga. Ah, nee, das reicht nicht. Digga, dann wechselt ein Ronaldo in die Saudi League und dann wollen die gleichen Leute mir erzählen, ja, ab ins Toti. Auf jeden Fall, Digga. Hä? Das gleiche bei Messi, das macht ja gar keinen Sinn. Da würde sogar Benji treffen in der Saudi League. Nein, das meine ich ja nicht mal. Ich glaube euch sogar, die Saudi League ist nicht so komplett. Ne? Ich meine, wenn man sich da mal die Spitzenteams anguckt, da laufen ja gute Fußballer rum. Ne? So, die Saudi League ist jetzt nicht Kreisliga B auf einen Sonntagnachmittag. Aber die ist halt auch weit entfernt von der Bundesliga, weit entfernt von der Premier League und weit entfernt von allen anderen europäischen Top-Ligen. Da gibt es 5, 6 Vereine, die halt krass sind und...